Sie, dass das gnädige Fräulein noch nicht geklingelt hat? Das gnädige Fräulein hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass das gnädige Fräulein nie mehr klingeln wird. Das gnädige Fräulein zieht sich jetzt immer alleine an. Das gnädige Fräulein lässt sich ihr Badewasser jetzt immer persönlich ein. Wird gnädiges Fräulein in Zukunft nicht doch lieber klingeln? Wo ist mein Vater? Der Herr Direktor ist bereits schlafen. Ich bitte dich, sei doch vernünftig. Liebes Kind, Ihr Herr Papa hat einen anstrengenden Tag gehabt. Außerdem hat er ein Schlafmittel genommen. Um Himmels Willen. Was ist denn jetzt wieder passiert? Keine Ahnung. Ich habe ihr gesagt, dass sie hübsch ist. Und das ist alles? Das hat sie mich auch gefragt. Ob das alles ist, was ich ihr sagen kann, dass sie hübsch ist und reizend und zauberhaft und charmant? Kann man einer Frau denn etwas Netteres sagen? 20 Personen waren wir heute Abend. Alle haben ihr genau dasselbe gesagt. Also das können Sie sich gar nicht vorstellen. Was bitte? Wie daraufhin meine Wohnung aussieht. Eine Windhose kann nicht furchtbarer sein. Es ist tragisch. Seit sie aus der Klinik zurück ist. Es muss etwas Inneres zurückgeblieben sein. Papa! Papa! Ja? Wach doch auf, Papa! Ist es denn schon 8? Legen Sie mir die Bilanz und die schwarze Krawatte. Ach was, Papa, es ist 12. Schon 12? Warum haben Sie mich nicht... Nicht schon! Erst! Es ist 12 Uhr nachts, Papa. Kann ich ja noch schlafen. Jenny? Jenny! Was hast du jetzt wieder angestellt? Da haben wir es ja. Angestellt. Das ist wohl das Einzige, was ihr mir zutraut. Und dann wundert ihr euch, dass ich mit Vasen um mich schmeiße. Papa, bitte, hör mir zu, wenn ich Kummer habe. Ja? Ich will nicht nur hübsch sein. Ich will jetzt endlich einmal etwas leisten. Ich finde, du hast gerade genug geleistet. Außerdem ist es mitten in der Nacht. Mach das ins Bett, komm ich. Du glaubst wohl auch, ich hätte dem Leben nicht mehr zu bieten als das da. Zum Heiraten genügt das vollkommen. Alles andere ist nur vom Übel. Aber das lasse ich mir nicht noch einmal sagen. Was sind Sie? Was können Sie? Was leisten Sie? Ich mir nicht. Papa, kannst du mir nicht einen Rat geben, was ich tun soll? Du, vielleicht könntest du mich als deine Privatsekretärin. Raus! Sonst enterbe ich dich! Stimmt. Protektion ist auch nicht das Richtige. Selbst muss ich etwas werden, damit ich ihm sagen kann, Herr Professor, und von mir haben Sie gedacht, ich wäre ein hoffnungsloser Fall? Vollkommen recht hat der Mann. Du bist imstande und studierst ihm zum Trotz Medizin. Ich habe es nur geträumt.
möchte gerne Medizin studieren. Wie fange ich das denn an? Haben Sie sich schon gemeldet? Deswegen bin ich ja hier. Aha, und wissen Sie, wie das gemacht wird? Das wollte ich Sie eben fragen. Sehen Sie die lange Schlange? Ja, da komme ich ja gerade her. Na, und sehen Sie auch, wo die aufhört? Tja, und? Da stellen Sie sich gefälligst an. Mann? Meinen Sie mich? Sie kleben doch hier die Zettel an. Können Sie mir sagen, wann Professor Bruchsal hier Vorträge hält? Erstens hält der Professor keine Vorträge, sondern Kollegs. Zweitens hält er sie nicht hier, sondern in der Charité. Und drittens kann Sie das gar nicht interessieren. Erlauben Sie mal. Sie sind wohl erstes Semester, was? Und wenn? Was dann? Dann haben Sie in der Chirurgie noch gar nichts zu suchen. Was wollen Sie überhaupt studieren? Medizin natürlich. Sehen Sie ja. Das alles da? Ich kann mir raussuchen, was mich interessiert. Chirurgie bei Bruchsal, nicht wahr? Wenn Sie nichts dagegen haben, ja. Von mir aus. Aber wenn er Sie in seinem Kolleg erwischt, schmeißt er Sie eigenhändig hinaus. Junge Damen wie Sie kann auf den Tod nicht ausstehen. Woher wissen Sie denn? Mit gelackten Nägeln und gepuderten Näschen und die sich raussuchen, was sie interessiert. Wie reden Sie denn überhaupt mit mir? Wer sind Sie denn eigentlich? Hans Faber, Kantnet, 12. Semester. Beruflich bin ich also nicht Zettelankleber, sondern Famulus, wenn Ihnen das ein Begriff ist. Und das speziell beim Professor Bruchsal. Guten Tag. Entschuldige bitte. Kannst du nicht einmal pünktlich sein? Ich wusste nicht, dass wir Besuch haben. Ich musste mit deinem Vater sprechen. Ich muss schon sagen, dass du mit Vasen um dich wirfst. Hätte ich natürlich nie erwähnt, wenn ich nicht so besorgt um dich wäre. Danke. Auf mir habe ich keinen Appetit. Du bleibst. Dass mir jemand freiwillig die Sorgen um dich abnehmen will. Ich kann durchaus allein für mich sorgen. Ach, was dabei herauskommt. 10-mal mehr Arbeit machst du. Das Personal hat beinahe gekündigt. Na nun, seit wann sind Sie denn linkshändig? Nur vorübergehend. Das gnädige Fräulein hat heute früh das Geschirr selber hinausgetragen. Na und? Da habe ich mich an den Scherben verletzt. Hast du darauf noch etwas zu sagen? Jawohl. Ich habe mich soeben immatrikulieren lassen. Für die medizinische Fakultät. Mein Eindruck. Mein Abitur habe ich ja schließlich gemacht. Aber wie? Ich werde euch schon beweisen, dass man mich ernst nehmen kann. Aber Jenny, einen Augenblick bitte. Ach, Eduard, zeigen Sie doch mal meiner Tochter, wie Sie sich geschnitten haben. Aber Vater... Es interessiert Sie nämlich beruflich. Oh. Wickeln Sie die Binde nur ab. Wenn das geht, Sie Fräulein Wert darauf legen. Du weißt doch, dass ich kein Blut sehen kann. Runter.